Hallo zusammen. Ich möchte ein kleines Video über das Thema zur Ruhe kommen machen. Warum ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen und aus dem Hamsterrad auszusteigen und mal in sich zu hören? Wir alle haben Ängste, Bedürfnisse, Leidenschaft und wir alle leben in einer Gesellschaft, in der es turbulent zugeht, in der ganz viele Dinge auf uns einprasseln, in der ganz viele Informationen auf uns einprasseln und in der wir auch die Möglichkeit haben, an jedem Ort, zu jeder Zeit, diese Informationen, voilà, ich muss mal kurz. Läuft's noch? Wo wir auch jederzeit die Möglichkeit haben, diese Informationen zu konsumieren. Und es gibt eine Vielzahl an Informationen und viele Informationen sind nicht objektiv, sondern da stehen auch Interessen dahinter. Und wir müssen jetzt versuchen, diese Informationen zu ordnen und diese Informationen zu bewerten. Und diese Informationen spielen auch oft mit unseren Emotionen, die wir nicht hochkommen lassen. Die werden dann quasi getriggert. Wir spüren diese Emotionen so im Hintergrund und bewerten dann diese Informationen anders. Und deshalb ist es wichtig, aus diesem ganzen System mal für eine Zeit lang rauszugehen und zur Ruhe zu kommen. Und Eckhart Tolle erklärt es auch ganz schön. Er benutzt das Wort hier und jetzt, also ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und auch wenn unser Verstand was Tolles ist, unser Verstand ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits hat er uns dahin gebracht, wo wir heute sind, in der modernen Gesellschaft, die Technik, die Industrialisierung, was wir alles geschaffen haben, wie wir die Welt verändert haben, ist schon rein jetzt bewertungsfrei gesehen wirklich enorm. Aber gleichzeitig haben wir ein bisschen den Bezug zu uns selbst verloren. Und wenn wir zur Ruhe kommen, dann kommen wir auch wieder ein bisschen zu uns selbst zurück. Das heißt, wir lassen wieder Emotionen aufsteigen, wir lassen Ängste aufsteigen. Wir können das auf verschiedenen Wege tun. Zum Beispiel können wir versuchen, an so ruhige Orte wie hier zu gehen, den Wald. Die Natur ist ein super Transformator, um uns wieder zurückzuholen. Weil die Natur schon immer so war, die ist unverfälscht, größtenteils. Und gerade im Wald ist es wunderbar, da spürt man so die Verbundenheit zur Natur und somit auch zu sich selbst, weil man ist ja nun mal auch ein Teil der Natur. Man kann aber auch das daheim tun, man kann atmen, also man kann wieder auf seinen Atem hören, beziehungsweise seinen Atem spüren, ihn wahrnehmen, ihn beobachten. Das ist auch ein Eckhart Tolle nennt das Torwege zum Jetzt. Man kann versuchen, auf die Stille zu hören. Also auch die Stille hinter den Geräuschen zu hören, die Stille, die alles umgibt, die in allem mitschwingt. Oh, ein Schmetterling. Hallo. Auf den Wind, auf das Rascheln und auf die Stille dahinter, aus der diese Geräusche erst hervorgehen. Man kann sich auch des Raumes bewusst sein, den es braucht, um alle Dinge existieren zu lassen. Das hört sich spirituell an und wenn man in einem Stressmodus ist, wo viel auf einen einprasselt, dann ist dieses Spüren dieses Hier und Jetzt sehr schwierig. Und deswegen kann man sich dieser kleinen Hilfsmittel bedienen. Und es ist so wichtig, das zu spüren, um immer mal wieder sich zu erden, um zu schauen, was will ich, wohin gehe ich, was sind meine Interessen, wo schwingt meine Leidenschaft, was ist meine Vorstellung von Moral, Gerechtigkeit, Liebe, Mitgefühl, das alles wird durch die ganzen Meinungen und Bewertungen, die uns von außen aufgetragen werden, verfälscht. Wir wissen gar nicht mehr, was gehört zu uns und was ist von außen an uns herangetragen oder uns aufgedrückt. Und auch für die emotionale Gesundheit ist es wichtig. Je mehr von uns draußen draufgedrückt wird, desto mehr wird unser Innerstes unter Druck gesetzt. Und dieser Druck, der explodiert dann. Entweder wird man sehr aggressiv oder sehr ängstlich oder man bekommt Depressionen oder man tut Dinge, wo man fühlt, das ist nicht richtig, das bin nicht ich und man weiß nicht, woher kommt es, woher kommen diese Abweichungen von mir. Und es ist so wichtig, dass dieser Druck,
der dann sich auch entladen kann in Aggressionen, auch in kollektiver Aggression. Wenn man zu sehr verkopft ist, zu sehr sich mit etwas identifiziert, dann sieht man das ja in Bürgerkriegen, in religiösen Feldzügen von früher. Das hat sich immer, und gerade im Kollektiven besonders schlimm, entladen in eine gewisse Richtung, auch jetzt aufs Dritte Reich bezogen. Das sind alles Gedankengüter. Und im Moment haben wir eine Welt und eine Situation, wo wir sehr verkopft sind. Das heißt, wir haben uns ja diese Welt, in der wir leben, erschaffen, die Informationen erschaffen, die Bewertungen, die Ängste, die haben wir uns alle selbst erschaffen. Und wenn wir hier in der Natur sind, dann ist das alles weg. Wenn wir aufhören zu konsumieren, aufhören Medien zu konsumieren, dann ist plötzlich die Welt tatsächlich in Ordnung. Und hier im Wald ist alles in Ordnung. Wir müssen uns abkoppeln. Wir müssen uns abkoppeln, wir müssen zur Ruhe kommen. Wir müssen versuchen, unseren Verstand, ich will nicht sagen, zum Schweigen zu bringen, weil das hat sowas Gewalttätiges, sowas, du musst jetzt, sondern ihn einfach beobachten und belächeln können und gleichzeitig versuchen, diese Torwege ins Hier und Jetzt zum Atem, zu der Stille und zum Raum wieder zu erlangen und dann geerdet wieder in unsere moderne Welt zurückzugehen und das weiterzutragen, diese Stille, dieses im Jetzt-Leben weiterzutragen, denn das steckt auch andere an. Und wenn wir unseren Verstand benutzen wollen, und den sollten wir auch gerade in der jetzigen Situation benutzen, dann wieder geerdet an das heranzugehen, den Verstand wieder aus einer geerdeten Position heraus zu benutzen und dann wieder offen zu sein für das Leben und auch für die Meinungen anderer. Und ich glaube, das hilft nicht nur einem selbst für die psychische Gesundheit, für die Erfüllung der Träume, der Leidenschaften, sondern das hilft vor allem auch den Mitmenschen. Und insgesamt und kollektiv wird das weitergeführt und irgendwann hilft das einer großen Anzahl und immer mehr Leuten. Und das hilft den Leuten, glücklicher zu werden. Das hilft den Leuten, mit sich glücklicher zu werden, mit anderen glücklicher zu werden und die Welt nicht so ernst zu sehen und auch die Ängste abzubauen und nicht so viel Angst zu haben vor jeder Kleinigkeit. Und dann kann mit den Ängsten gar nicht mehr so gespielt werden, weil man selbst mit der Angst sich hinsetzt und sagt, ich komme jetzt zur Ruhe, ich lasse jetzt alles mal hochkommen. Und diese Zeit ist auch so toll und es ist auch eine Chance, jetzt mal auszusteigen und mal die Ängste anzuschauen, die hochkommen. Denn die waren schon da, die wurden jetzt nicht erzeugt, da wurde draufgedrückt auf diese Angst. Die über die letzten Jahrzehnte erschaffen wurde durch unsere Berichterstattung, durch unsere Medien, durch wie wir miteinander umgehen, durch das, was wir hören, durch das, was durch die Nachrichten gefiltert wird und an uns herangetragen wird. Das ist die Chance, jetzt daran zu arbeiten. Jetzt das, was hochkommt, wirklich auch hochkommen zu lassen und sagen, hey, hier sitze ich, hier bin ich und du darfst jetzt da sein und ich schaue dich an und ich akzeptiere dich jetzt und du darfst dann aber auch wieder gehen, wenn du gefühlt wurdest, sozusagen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.